Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Yu-Gi-Oh! Master Duel. Der Bau an meinem weißen Drachendeck geht fleißig weiter. Ein bisschen was hat sich getan seit dem letzten Duell damit, ja. Mir ist schon klar, dass noch wichtige Karten da fehlen. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich damit Platin spielen kann. Aber wir nehmen, was wir haben. Okay, den können wir gleich direkt rufen. Das ist sehr gut. Und wir haben direkt den Max Chaos Drachen auf der Hand. Das ist eine sehr goldene Karte. Tja, mein Lieber. Ich will entweder meinen Jetdrachen, meine Chaosform oder diese Karte. Ich hätte einen weißen nehmen sollen. Setzen wir diese Karte einfach verdeckt und beenden die Runde. Ich hätte die Weißen nehmen sollen. Könnte ich jetzt den blauäugigen Alternativdrachen auf dem Feld haben? Naja. Macht er jetzt Xyz oder greift er an? Er greift an. Was beschützt denn jetzt meine Karte? Ach so. Der haut noch einen Effekt raus. Ja, gut. Ah, ich kann damit die Karten nicht angreifen. Na gut. Vielleicht muss ich das auch gar nicht mehr. Du warst, wenn das jetzt aufgeht. Geht's auf? Du warst ein würdiger Gegner, mein Freund. Aber hier endet das Duell. Chaos vorm Ritualkarte. Und dafür lege ich diesen Drachen auf den Friedhof. Mein blauäugiger Max-Chaos-Drache. Dieses Vieh ist absolut unschlagbar. Und sorgt dafür, dass du zur Hölle fährst. Kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden, mein Freund. Chaosdrache Attacke! Ich hab dir gesagt, sie kann dadurch nicht zerstört werden. Das Duell ist vorbei. Keine Karte in deinem Deck kann mit meinem Chaosdrachen aufnehmen. Das weiß ich noch. Das ist eine der mächtigsten Karten im Spiel. Die nur durch einen Angriff besiegt werden kann. Mein mächtigstes Monster hat gewonnen. Ich war froh, ihn endlich mal aufs Feld zu bekommen. Kleines Preview, kleines Update. So weit sind wir inzwischen. Das wird nicht das Ende sein. Mir fehlen, wie gesagt, noch ein paar Schlüsselkarten. Das wird sich noch ein bisschen ändern. Aber so ein grobes Gerüst, ich sag mal, wenn wir jetzt auf Gold oder Silber zurückfallen würden, würde das da, glaube ich, schon mit aushalten. Das war's jedenfalls erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.